hier ist Riesner, ein typisches Islandpferd. Islandpferde fühlen sich bei uns in Schleswig-Holstein besonders wohl. Ne? Stimmt doch. Denn das typisch norddeutsche Wetter erinnert die Pferde an ihre Ursprungsheimat Island. Nieselregen und Kälte finden sie super. Ihre Haltung ist entsprechend unkompliziert. Islandpferde können das ganze Jahr über draußen leben. Robusthaltung nennt man das. Sie gelten als Familienpferde, sind besonders gutmütig und leistungsstark. Wenn ich mir jetzt Odin angucke, der ist total süß, aber da kriege ich ja fast ein schlechtes Gewissen. Wenn ich mich da so nebenstelle, weil er so klein ist, kann er das überhaupt? Ist eigentlich so klein nicht. Er ist 1,38, ist normale Isländergröße und das sind die Pferde der Wikinger. Die haben früher die Wikinger spazieren getragen. Aha. Und die Wikinger waren vielleicht nicht groß, aber doch sehr kräftig. Gut, also du bist ein starker Odin. Im Winter steht fast täglich ein Strandausritt auf dem Programm. Vorher müssen die Isländer gründlich geputzt werden. Gerade der Sattelbereich ist wichtig, damit es keine Druckstellen auf dem Rücken gibt. Pferde, die draußen leben, haben unfassbar viele Haare. Keine Ahnung, wie man den ganzen Staub entfernen soll. Diese Pferde, die haben ja jetzt im Winter ein Fell, das ist ja der Hammer. Ja. Die hat ja richtige hier so Lockenwirbel auf dem Rücken. Vor allem Fur, also bei der kann man wirklich so richtig reingreifen. Die hat so wahnsinnig viel Winterfell, das ist echt heftig. Wer hierher kommt, kann sich dem Islandpferde-Virus kaum entziehen. Brigitte Weiß und ihre Familie sind vor 3 Jahren nach Pelzerhaken gezogen. Mit ihrer Islandpferdezucht haben sie sich einen Lebenstraum erfüllt. Wie seid ihr denn hier auf Isländer gekommen? Ich meine, die sind zwar goldig, aber wie kommt man da drauf? Und dann züchtet ihr die auch noch? Ja, wir waren vor vielen Jahren auf Island. Da hatten wir zwar schon Pferde, aber noch keine Isländer. Und dann sind wir in Dänemark ganz oft auf einer Ranch geritten. Und da gab es halt auch Isländer. Ach. Und da hat sich meine Tochter in eine Isländerstute verliebt, die ich ganz furchtbar fand, die wir dann auch gekauft und mitgenommen haben. Ja, und damit fing alles an. Endlich geht es ab Richtung Strand. Der Weg führt uns über Waldwege, vorbei an den Weiden mit den Jungtieren. Auf dem Gestüt leben inzwischen mehr als 40 Pferde. In diesem Jahr werden 8 Fohlen erwartet. Ob Touristen oder Tagesgäste, hier darf jeder mitreiten, auch Anfänger. Isländer gelten als die größte Reinzucht der Welt. Bis heute darf ein Pferd, das die Insel einmal verlassen hat, nie mehr zurückkommen. So sollen Krankheiten und eine Vermischung mit anderen Rassen vermieden werden. Was die Wikingerpferde auch von ihren Artgenossen unterscheidet, sind die Gangarten. Das Besondere an Islandpferden ist ja, dass die 5 Gänge haben. Ja. Also außer Schritt, Trab, Galopp noch Pass und Tölt. Genau. Warum haben diese Pferde das, was andere Pferde nicht haben? Also früher war es so, dass ganz, ganz viele Pferde auch Tölt hatten. Ne? Und das wurde dann aber gerade so zu Kutschzeiten ganz gezielt weggezüchtet, weil einfach an der Kutsche ist es besser, wenn das Pferd vorwärts trabt. Ja. Und die Wikinger auf Island gerade, die fanden das aber eben super, durch dieses unwegsame Gelände dann so ein bequemes Pferd zu haben, wo sie stundenlang einfach gemütlich durchs Gelände tölten können. Also kann ich total gut verstehen. Da sitzt man ja wirklich drauf wie so hoch in der Babywiege. Ein Tag für die Seele. Viel zu schnell geht er zu Ende. Ein Ausflug auf das Gestüt ist unbedingt zu empfehlen. Für alle Islandpferde-Fans und für die, die es schon immer mal werden wollten.